Guten Tag, mein Name ist Jaco Kümmel. Ich bin Gynäkologe und spezialisiert auf die Behandlung von Brustkrebspatienten. Ich bin Gustav Dobusch, Internist und spezialisiert auf Naturheilkunde und wir behandeln Patienten mit Krebs gemeinsam. Davon handelt unser neues Buch Gemeinsam gegen Krebs. Wir beide denken, dass die Zeit der Grabenkämpfe zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde gerade bei der Behandlung von Krebspatienten vorbei ist. Bei den Krebspatienten ist der Paradigmenwechsel längst angekommen. 70-90% aller Krebspatienten wenden irgendwann im Verlauf ihrer Erkrankung heimlich naturheilkundliche Verfahren an. Naturheilkundliche Verfahren können häufig nützen, aber wenn der Onkologe nicht informiert ist, kann es auch gut sein, dass sie mehr schaden als nutzen. Wir wissen, dass die Chemotherapie und die Bestrahlung sehr belastend für die Patientin sind. Umso schlimmer ist es, wenn Patientinnen die Therapie aufgrund der Nebenwirkungen nicht durchstehen und vorher abbrechen müssen. Das ist natürlich für den Therapeuten als auch für die Patientin häufig eine Niederlage. Und so ist die Naturheilkunde ein ganz wichtiger Bestandteil, die Nebenwirkungen zu reduzieren und damit auch für die Patientin die Therapie tolerabel zu machen. Ich vergleiche es immer gerne mit der Überquerung eines Berges. Patienten fühlen sich häufig so und wenn sie einen Berg überqueren wollen, ist es wichtig, dass sie körperlich fit sind, dass sie keine Angst davor haben und dass sie mit den eventuellen Nebenwirkungen dieser Bergbesteigung auch gut umgehen können. Und durch die kombinierte naturheilkundliche Behandlung ist es häufig möglich, dass diese Patienten ihre in Anführungszeichen Bergbesteigung, das heißt die Chemotherapie, sehr gut überstehen und vor allem die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt wird. Leider gibt es im Bereich der Naturheilkunde auch Scharlatane, die versuchen, mit der Angst der Patienten Geld zu machen. Deswegen ist es uns in Essen so wichtig, dass alle naturheilkundlichen Verfahren, die wir anwenden, wissenschaftlich geprüft sind, um ein Optimum für den Patienten dadurch zu erreichen. In unserem Buch wird mit Vorurteilen aufgeräumt. Weder ist die Schulmedizin gänzlich unmenschlich, noch die Naturheilkunde immer sanft und ungefährlich. Damit haben wir auch ein Buch gegen die Angst geschrieben. Und wir wollen damit ein Zeichen setzen, das mit einer gemeinsamen Behandlung erfolgreich sein kann.